dauerte die Französische Revolution und durch sie änderte sich der Verlauf der europäischen Geschichte grundlegend. Doch wie immer steht zu Beginn die Frage, warum kam es überhaupt zu einer Revolution? Es gab verschiedene Ursachen für den Ausbruch der Französischen Revolution. Doch zum Schluss stand das Ziel, eine demokratische Gesellschaftsform zu bilden und die Ständegesellschaft abzuschaffen. Die französische Gesellschaft war in drei Stände geteilt. Zum ersten Stand gehörte der Klerus, zum zweiten die Adligen und der dritte bildete sich aus Bürgern und Bauern. Über allen stand der König, Ludwig XVI. Die Ständegesellschaft war durch ein ungleichmäßiges Steuersystem geprägt. Es besagte, dass Klerus und Adel vom Großteil der Steuern ausgenommen waren. Die eigentliche Hauptsteuerlast trug der dritte Stand. Dies führte natürlich zu einer großen Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Hinzu kam eine Finanznot und eine hohe Verschuldung des Staates, unter anderem ausgelöst durch das ungerechte Steuersystem, dem aufwendigen Hofleben des Königs und Missernten. Außerdem trugen sowohl die Steuern als auch die hohen Getreidepreise viele in die Armut und Hungersnot. Am 5. Mai 1789 berief der König die Generalstände ein, denn der französische Finanzminister wollte, aufgrund der Staatsverschuldung, eine Steuerpflicht für alle Stände einführen. Der Adel weigerte sich. So versuchte man nun, die Frage nach der Steuerpflicht zu klären. Durch das benachteiligte Mitspracherecht des dritten Standes erklärten sich seine versammelten Vertreter zur Nationalversammlung. Im nahegelegenen Ballspielhaus schworen sie im Juni 1789 den Ballhausschwur. Wir wollen uns niemals trennen und uns überall versammeln, bis wir Frankreich eine Verfassung gegeben haben. Zur gleichen Zeit zog der König das Militär in Paris zusammen, um zur Not seine Macht mit Waffengewalt zu verteidigen. Am 14. Juli 1789 stürmte das französische Volk die Bastille, um ein Zeichen gegen die Unterdrückung des Königs zu setzen. Dies gilt als symbolischer Akt für den Beginn der Französischen Revolution. Bald brachen überall im Land Kämpfe aus. Im August 1791 erklärte die Nationalversammlung die Bürger- und Menschenrechte.